knallhart hier mitten im Venlo. Boss Bottle vom Boss nochmal ein anderes Duft. Womit dieser Laden bei mir früher schon gepunktet hat, ist wirklich mit New Balance. Richtig miese Krise hier im Remmo & Outlet Center, was Sache Nike oder Adidas angeht. Da ist er schon wieder, der Fashion Inspektor. Seid gegrüßt, liebe Detektive, aus dem Outlet Center in Remmo. Heute werden wir hier in Remmo ein paar coole Sportläden abchecken. Und dafür nehme ich euch mit. Für den einen oder anderen, der noch nicht diesen Kanal abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt diesen Kanal kostenlos abonniert, ein bisschen Liebe in den Kommentaren lässt. Ich würde sagen, wir starten genau hier bei Remmo im Outlet Center. Wir gehen den Eingang rein bei Polo Ralf Lauren, da wo meine Geschäfte vor 15 Jahren angefangen haben. Kommt mal mit, der Sommer jetzt nähert, möchte ich euch mal richtig kurze bzw. Badehose klar machen von Will Bricker. Diesen Store gibt es auch in Köln. Und bevor ihr nach Köln fährt, in den Laden, könnt ihr gerne auch hier reinkommen, weil die haben auch aktuelle Ware. Kommt mal mit, zeige ich euch jetzt mal. Wenn man schon alleine reinkommt, für denjenigen, der Will Bricker kennt, die Augen gehen direkt auf die Hose, die eigentlich immer so gefragt sind von Will Bricker. Meine Meinung, wenn du Will Bricker kennst, dann solltest du Will Bricker hier sowas, was Buntes nehmen. Wir können gleich gucken, was die kosten. Ich habe genau die Will Bricker kurze Badehose. Ich habe, glaube ich, mal, weiß nicht, 150 Euro bezahlt damals, 2020. Die kosten 165 Euro Realpreis und jetzt 105 Euro. Und die haben wirklich von jeder Farbe etwas dabei. Meiner Meinung nach einer der besten Badehosen, was wirklich momentan auf dem Markt gibt. Ich bin auch einer, ich zahle auch gerne lieber ein paar Mark mehr. Aber ich habe eine Badehose, was niemand trägt. Keiner hat diese Will Bricker Hose. Guck mal hier, das sind so Will Bricker aktuelle Badehose. Rich kannst du machen. Real Price 2,30, hier 145 Euro. Ich sag mal so, ein kompletter Hoodie, günstiger. Und wenn du noch an der Kasse gehst, ganz, ganz wichtig, könnt ihr euch als Neukunde anmelden. Egal in welchem Laden hier in Remmo, bekommt ihr nochmal 10% dazu. Das heißt, eine Hose kostet 105 Euro. 10% minus habt ihr 15 Euro und das ist viel, viel Geld. Also plus, minus. Ne? Die haben auch schöne Polos mit dabei. Richtig cooler Stoff hier von diesen Hosen. Achtet mal. Bombe. Achtet mal da oben, habt ihr auch was für Kids und Erwachsene. Gerne reinkommen. Und zu Will Bricker kriegt ihr auch krasse Crocs am Start hier. Ich möchte gar nicht bei Crocs reingehen, weil ich nicht der Crocs-Fan bin. Aber ich kann sagen, Crocs ist wirklich stabil. Auch hier. Von hier aus sieht man schon, 25% für einen Schuh von denen. Lass mal kurz hier gucken. Natürlich punkten die mit ihrem Werk für Kids. Schlappen für 15 Euro sehe ich von hier. Geht mal auch gerne bei Crocs rein. Kann ich euch empfehlen. So, eigentlich wollte ich hier gerne mal so Sportläden abchecken, wie zum Beispiel Nike oder Adidas. Jetzt war ich gerade bei Adidas. Ich muss sagen, Adidas Kids hat ein paar coole Produkte mit dabei. Generell hier bei Adidas für Herren oder Damen, meine Meinung, Schuhe, die man nicht unbedingt braucht. Und dann bin ich nach Nike gegangen. Alle beide Läden von Nike sind einfach mal zu. Sprich, ihr braucht gar nicht hier reinkommen, wenn ihr jetzt für den Sommer Sportbekleidung sucht. Richtig miese Krise hier im Remmo & Outlet Center, was Sache Nike oder Adidas angeht. Bei Puma war ich auch mal kurz, aber ich bin nicht unbedingt der Puma-Fan. Wir fahren jetzt weiter in die Nebenstadt von Remmo und das wäre Venlo. Kommt mit, ich nehme euch mal mit eine Runde. Ein Must-Have hier in Venlo. Liebe Detektive, ist auf jeden Fall hier der Backfisch. Den müsst ihr euch definitiv mal reinziehen. Und gleich zeige ich euch noch einen coolen Laden, da wo man coole Sneaker bekommt. Oder Fashion. Lasst mich mal nur kurz essen. Für den einen, der diesen Kanal noch nicht abonniert hat, würde mich wirklich freuen, wenn ihr kostenlos diesen Kanal abonniert, den Daumen oben lässt und mir natürlich gleich zu diesem Video noch weiter folgt. Ha, 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 Zwillingsdüfte. Achte mal, was der Fashion-Inspektor schon direkt gesehen hat. Hä? Von wegen, Zwillingsdüfte. Knallhart hier, mitten im Venlo, Boss Bottle. Vom Boss nochmal ein anderes Duft. Ach ja, achte mal hier, Paco Rabanne. Läuft hier im Venlo, hä? Richtig krass. Also hier im Venlo bekommt ihr auch richtig Zwillingsdüfte. Aber was für welche? Komm mal ein bisschen näher, Kollege. Achte mal hier, schön Alien, Gucci etc. am Start, ne? Also alle Düfte, die ihr haben wollt, mitten im Venlo hier auf dem Wochenmarkt.
Und der Fashion-Inspektor hat wirklich überall seine Augen. Hier sind richtig krasse Zwillingsdüfte am Start. Haben wir gerade gesehen, oder? Was ist denn mit Uhren? Haben die auch vernünftige Uhren am Start? Hi, habt ihr auch andere Uhren oder nur die hier? Alle hier. Andere keine? Ja, alle klar. Okay, danke. Vielleicht finden wir ja noch den Bratan aus Remont mit der Gucci. Vielleicht ist der auch heute hier, mal gucken. Aber ganz ehrlich, wenn einer einen Duft haben möchte, der muss einfach hier hinkommen, nach Venlo. Dann bekommt er für die Hälfte so ein Jean-Paul Gaultier oder sonstiges. Der Wochenmarkt ist jetzt nicht der Hit, ne? Ist ein kleiner Wochenmarkt, aber der erste Stand hat auf jeden Fall direkt rasiert, ey. Parfüm, ne? Von wegen Zwillingsdüften, Boss Bottle und so weiter dabei. Hier ist schon wirklich Ende Gelände mit dem Wochenmarkt. Wir gehen mal jetzt weiter in die Innenstadt von Venlo. Und da kenne ich so ein paar schöne Läden. Die zeige ich euch jetzt mal. Kommt mit. Da ist der heftigste Laden von komplett Venlo, liebe Detektive. Ich schwör's euch, hier müsst ihr rein. Der Laden befand sich früher in der Nähe, sagen wir mal so, vom Parkplatz da, Zentralparkplatz. Und jetzt ist er so ungefähr in der Innenstadt. Wie ihr wisst vom letzten Vlog, ist uns schon McDonald's am Verfolgen. Ihr könnt auch direkt in die Innenstadt laufen und links an McDonald's vorbei und nur geradeaus, da kommt dieser coole Laden. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen schnuppern. Ich war gerade schon da drin, habe ein bisschen Vorsprache gehalten, ob wir für euch hier drehen können. Kommt mal mit, achtet mal, was für richtig krasse Fashion die hier mitten in Venlo haben. Fangen wir direkt mal an zu den kurzen Hosen. Wie ihr schon von dem letzten Video auf YouTube oder auf meinem Instagram, den Reels, wisst, habe ich schon mal ein Hemd euch gezeigt von dieser Marke NN07. Die sind krass unterwegs jetzt gerade. Hier haben die mehrere Produkte von dieser Marke und ich muss sagen, das ist schon wirklich cooles Fashion. Die sind auch nicht allzu teuer. Was haben die hier für so ein Short? Was zahlt man? Wallah, Belesh, gar nichts. Hier ist kein Etikett dran. Preis? Oh, Digga. Achte mal. 150 Stocken. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Aber das sind wirklich handgemachte Produkte. Schreibt das mal gerne in den Kommentaren, ob ihr für eine kurze Hose 150 Euro bezahlt. Und hier haben wir unser berühmtes Hemd von der Marke mit 80 Stunden Handarbeit. Ich habe von meinem Kollegen gehört, wie viel daran gearbeitet ist. Nee. Da haben wir ein Einzelstück, okay. 80 Stunden. 80 Stunden, das sollte über 800 Euro kosten. Da drüben hat es 374 Euro gekostet. Hier kostet dieser Hemd 375 Euro. Wir haben, wie gesagt, coole Fashion auch von dieser Marke. Und dann gehen wir mal kurz zu Sneaker. Womit dieser Laden bei mir früher schon gepunktet hat, ist wirklich mit New Balance. Und für mich, ich muss sagen, New Balance ist nicht mehr der Hit. Aber wenn du New Balance trägst, dann bist du hier super aufgehoben aus einem Grund. Achte mal, die fangen schon hier mit den aktuellsten Modellen von New Balance an. Hier den 990er natürlich, den du eigentlich in den normalen Läden nicht bekommst. Dann gehen wir hier zu den berühmten Farben oder sagen wir mal so, zu den jetzt modernen Klassiker von den New Balance. Auch richtig nice, was die hier drin haben. Gefällt mir wirklich. Und dann kommen wir halt zu New Balance, was du eigentlich nur so im Release bekommst. Gibt es hier vorne auch. Dann haben wir hier den berühmten Schuh, den jeder auch meistens kennen sollte, in Hoch und in Tief. Dann haben wir hier ein paar UGG am Start. Also ihr seht schon wirklich, die haben richtig kranke Sachen. Salomon, ich würde den tragen, ohne Scherz, ehrlich, ich würde den tragen. Der ist richtig krass. Bevor ich, also damals hatte ich auch so einen Easy in den Farben, den Yellow, vielleicht kennt den einer oder anderen den. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, kurze Hose, cooles T-Shirt. Diesen Schuh, was kostet der jetzt gerade hier? Oh, Belesh. Also die haben keine Preise jetzt gerade. Die werden uns natürlich Preise vorne nennen. Und ich habe mir gerade sagen lassen, normalerweise kann man hier nichts drehen, wenn es hier um Preise geht. Aber wenn ihr hier reinkommt und sagt, der Fashion-Inspektor hat mich hier reingebracht, durch den bin ich gekommen, dann wird ihr bestimmt den einen oder anderen Euro sparen können. Und Grüße gehen hier auch raus an einen Markus, der hat mir über Instagram geschrieben, der wollte unbedingt Birkenstock haben. Und mein Favorit an Birkenstock ist jetzt momentan gerade der hier. Achtet mal. Der ist richtig cool, der ist nice, der ist modern. Die haben hier in jeder Art, also der ist auch modern gerade, die haben hier in jeder Art auch Birkenstock. Ihr könnt auch gerne mal hier reinkommen. Ihr müsst jetzt nicht in einen Birkenstockladen reingehen und euch da
weiß ich nicht, meiner Meinung nach so falsch informieren lassen in Sachen Fashion. Die Jungs sind spezialisiert mit Fashion. Die wissen schon, was crazy ist, ja. Und achtet mal, kommen wir mal zu Essex. Essex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Modelle und hier habt ihr auch noch ein Crazy noch mit dabei. Achtet mal, die hier trage ich auch selber. Achtet mal. Und ich muss sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Auch wenn ihr in Sachen Fashion wie Stone Island, Ami etc. tragen wollt, kommt doch einfach mal gerne hier rein. Die haben wirklich top Produkte. Also Produkte, was ihr nicht überall bekommt. Ah, Represent hier. Streetwear Marke. Auch cool. Finde ich auch cool. Richtig, meiner Meinung nach, ein Schuh, den man nicht so einfach bekommt. Hier ist Ronaldo und Mbappé. Die zwei sind auch crazy unterwegs. Die suchen sich schon ihre ersten Schuhe alleine, ohne Papa. Ja, und? Beide. Der macht uns einen für 240, aber der macht uns Prozente für 200. So, dann müsst ihr erstmal Danke sagen. Guck mal, der hat auch einen krassen Schuh, der Chef, der weiß Bescheid. Der ist gerade auch sehr gehypt. Und ich habe mal eine kleine Frage. Wenn die Leute hier reinkommen, welche Marken habt ihr alles? Alles zwischen Stone Island, CP Company, Ami Paris, Magiela, Aspesi und die ja, Adidas, Y3, ganz viele. Also ihr habt wirklich sehr, sehr viele crazy Klamotten. Dieser Laden war früher vor circa 5 Jahren noch vorne am Wasser, ne? Stimmt, ja. Ne? Da war ich früher und dann habt ihr irgendwie so einen Lagerverkauf gehabt und dann habt ihr hier einen richtig coolen, modernen Laden gemacht. Das machen wir. Liebe Detektive, würde mich freuen, wenn ihr gern hier reinkommt oder in der Nähe vom Venlo seid, würdet ihr wirklich nirgendwo so einen Laden bekommen und die Jungs haben Ahnung. Das auch. Ja. Ich bedanke mich. Of course. Vielen Dank. Ihr könnt gern mal hier reinkommen, alles hier abchecken. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einmal Daumen nach oben lässt, ein bisschen in den Kommentaren für den Algorithmus was reinschreibt. In dem Sinne erstmal euch, have a nice day, ich küsse euer Herz. Peace, euer Fashion Inspector.